Jetzt habe ich das gemacht, was schlau war, ohne das zu wollen. Naja. Hauptsache, es ist schlau. Oh, guck mal. Das ist doch, sieht doch mir sehr aus wie ein... Ach, das ist ein Tropfstein da oben, okay. Das sieht mir doch sehr aus wie ein Plan. Unwahrscheinlich. So. Hatte schon bessere Einfälle. Ein Stalagmit oder Stalaktit. Eins von beiden. Natürlich nicht. Nicht so. Ach, ich glaube, ich weiß, wie es gedacht ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die unteren, wa? Auf der Tafel sind doch so, sind noch so 1x4 und 4x1. 1x4 und 4x1. 1x4. Sehe ich das richtig? Das müsste ja... Den weg. Nee, Wie ist das gedacht? Ach so. Jetzt glaube ich, habe ich es. 1x4. Und 4x1. Laut Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. So, jetzt habe ich das gerafft. Okay, dann gehen wir jetzt mal dahin, zur Kupfermine. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Nein, nicht den Kobold. Nein! Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Gut. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Nee, auf den Kobold habe ich keine Lust. Der kann schön bleiben, wo er ist. Jetzt können wir ja zur Kupfermine gehen, bitte, oder? Komm, wir gehen einfach. Nein. Gut, also müssen wir auch noch das Richtige rausfinden. Also ich denke mal, das Richtige wird das hier sein. Aber wir probieren natürlich erstmal 6x3 und 2x4. 6x3. Und 2x4. Dieser Steintafel zufolge liegt dort ein Smaragdspinnennest. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Natürlich nicht. Und Edelsteine. 5x1 und 3x6. Das wären... Ich glaube, wenn du zwei Fäden kommst... Ja, ich weiß, dass du nicht zwei Fäden kreuze. Das habe ich schon verstanden. Komm, wir gehen einfach. Nein. Ja, ich hab doch jetzt... Wie war das jetzt mit dem Abnehmen? Doch, jetzt ist... Also 5x1. 3x6. Entschuldigung. 5x1. Und 3x6. Ne, Quatsch. 3x6, so rum. Müssen sich kreuzen. Eins. Das lasse ich lieber. 3x6. Das ist der Laut der so. Tafel ist dort eine Diamantengrotte. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Okay, dann ist es also wirklich das, was ich dachte, dieses komische Dings hier. Also 4x1 und 2x4. Abmachen, wieder ran. 4x1 und 2x4. Okay. 2, das 4. Bringt nichts. Ja. Okay, also 2x4 und 4x1. Der hier. So rum ist es dann. So. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein.
Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Gut. Dann gehen wir jetzt. Also, zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts, dann geradeaus, dann einmal links, nein, zweimal links, dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Gute Idee. Ich glaube, ich weiß. Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Sehr schön. Chiron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Rechts gerade. Okay. Komm. Herz. Ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Guten Tag. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wanda. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Sind hier alle verrückt? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta. Serenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wanda. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Natürlich fasst sie an, ist ja klar. Rettet euch! Ich habe ich schon mal erwähnt, dass wer auch immer die Dialogregie macht, bei diesem Spiel ein bisschen... Oh mein Gott, hätte ich das gewusst. Okay, eine Fee, alles klar. Okay, ein Kobold, alles in Ordnung. Dass sie auch noch so Nutjob sein müssen, nehme ich zähneknirschend entgegen. Das Spiel ist wahrscheinlich auch für ein bisschen jüngeres Publikum gemacht, aber... Sowas wie gerade eben nicht anfassen und sie das Erste, was sie tut, ist immer erstmal anfassen. Mann, das verleidet mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Atmosphäre. Das finde ich ein bisschen sehr albern. Vor allem, wieso kehrt sie so dumm? Nuri? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Eliananati. Geroneo Andrian Vella. Was hat sie gesagt? Da sitzt er. Ja, jetzt können wir wieder Sachen Feenritterstatue. Mitnehmen. Immer mitnehmen. Passt. Im Schutz der ist auch wichtig. Der Brocken ist viel zu schwer.
Ja, aber das jetzt sollte, weiß ich echt nicht. Also das war rein von der Regie her, von dem, was passiert, boah, furchtbar. Mein Arm ist zu kurz. Ganz, ganz schlecht. So, okay, hier ist mein Aufstehalarm, alles klar. Das fand ich jetzt echt ziemlich mau. Unerreichbar. Hier mit dem Arm zu kannst kurz. Du das holen. Zu kurz? Was? Gut, quatschen wir mit dem blöden Feenforscher. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr ja, habt und muss er auch so ein alberner Typ sein? Furchtbar, echt. Furchtbar. Hier Wasser. Bitteschön, da hast du was im Hals. Nehmt einen Schluck. Oh, schwarzes Geschick. Das Feenkunstwerk. Jahrtausende. Hinfort in einem Augenblick. Meine Fresse, ey. Oh. Wir müssen hier raus. Noch ein Beben und wir sind tot. Ohne meine Studien gehe ich nirgendwo hin. Wollt ihr dafür wirklich euer Leben riskieren? Um den Berg zu durchqueren, brauchen wir meine Notizen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Er kann sogar ganz normal mit mir reden, das ist ja furchtbar. Meine Notizen! Ich brauche sie, um... Ja, Bob, ist ja gut. Maßstab hilft. Euer Stab ist zerbrochen. Noch ein Teil des Maßstabs. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Ja, benutzen wir noch den Arm. Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wäre der Stab nicht zerbrochen, könnte ich damit den Rucksack erreichen. Ja, dann habe ich nicht einen Heilmachtzauber? Nuri, könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Atial ni mune dunaval. Is mandrai rilli. Is lera mandrai rilli. Was auch immer. Mir wäre wohler, wenn der Stab ein... Sonst fällt das Leben und ein solch... Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. So. Un moli lageron. Ja. Ihr werdet das vielleicht so ein bisschen mitkriegen an... Aber ich finde es etwas albern, alles ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Ja, dann gib halt geschlossen an den Typen. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Ja, hüpfen wir über den Abgrund. Wie genau. Viele Schritte mögen das sein? Nein, ich springe auf keinen Fall. Wie schön. Hier, Wegbeschreibung, bitte, Nuri. Er fliegt davon. Feeische Interferenzen. Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier lassen. Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Halte durch, Nuri. Ja, dann gib mal her deine komische feeische Wegbeschreibung. Hier hast du noch ein... Danke. So, musst du halt in den Sammelkorb rein. Ich bleibe hier. Ja, ist ja gut. Zu weit weg. Sind die Sammlerstücke... Tut mir leid, ich bringe... Das bringt nichts. In den Sammlerkorb werfen. Das wäre besser als ihr so zu... Siehste? Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein.
Komm, Junge, es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Ja,